Ich würde gerne die Max-Kraft als nächstes. Also sammeln wir erstmal 35 Stück. Wenn die Kraft erhöht wird, dann ist besser. So, ich muss ja runter. Der Verteilerraum, hier scheint alles noch zu funktionieren. An die heutige Dienst. Habende Schwester, das Passwort für die Tür im dritten Stock wurde zu. Das schreibe ich mir mal auf, bevor ich es vergesse. In solchen Spielen ist. Muss man sich sowas merken oder merken, wo es steht? Dritten Stock sind Patienten mit sehr schweren Symptomen, also geben Sie bitte besonders gut Acht, wenn Sie die Tür öffnen oder schließen. Auf der zugerüsteten Eisentür steht Schalltafel geschrieben. Ich glaube, ich brauche die 12. Oder auch nicht. Was los, Dark? Ein tiefer mechanischer Ton ist zu hören. Ist das der? So ein 10. Mann, 10. Ich weiß, hier geht's lang.
wetten, die andere Tür ist wieder zu. Aber ich würde mir mal wünschen, es gibt auch Räume, die man öffnen kann, wo vielleicht Items liegen. Ja, eine Tür, die man öffnen kann. Dieser Schrein muss eine Bedeutung haben. Tür aufgeschlossen. Da will ich nicht sein, da kam diese eine Schnepfe her. Dass der Schnepfe begegnen wir vielleicht hier wieder. Tritt beiseite, jetzt bin ich hier. Durchstoßobjektiv. Es ist abgeschlossen. Okay, das Spiel will, dass ich will nicht, dass ich hier bin. Noch nicht. Verschlossen? Aber wieso?
Stelle, wo der, sich der Geist befand, liegt etwas. Der Hof der Unheiligen, der Ort, an dem die Toten wohnen. Die Gesichter der Toten können sich verändern und danach erblühen. Bei den ersten Anzeichen des Erblühens eines Toten muss das Gesicht geerntet und die Knospen entfernt werden. Danach muss ihnen ein falsches Gesicht aufgelegt werden, das ihrem Gesicht gleicht, um sie so lebhaft wie möglich aussehen zu lassen. Die Maske wird zum Teil des Toten. Die Maske wird zum Toten. Der Tote wird zur Maske. Lasst die Lebenden nicht in den Hof der Unheiligen. Sonst verlieren sie ihren Verstand und riskieren zu knospen. Nur die, die geschult sind und das Mondlicht in ihrer Seele tragen, dürfen eintreten. Doch sei gewarnt, lass keine Seele in den Hof, wenn der Mond nicht voll ist. Nicht die schon wieder. Alter. Alter, wenn die einen erwischt, ne? Insta-Kill. Aber ich glaube, der Spielstein schützt noch einmal vor einem Insta-Kill. Aber. Ich hasse Fahrstühle. Dienen des Aufzugs.
Hat eine Schwester. Eine Liste mit der Raumbelegung gefunden. Neubau, dritter Stock, Ende Juli. Zimmer 308, Plastamontium, Motki, Ruka. Warum heißen die alle mit allem Ski mit? Ski heißt ja Mond. Das heißt, die haben alle was mit einem Mond zu tun, meisten. Anmerkung, Tochter der Jomotskis. Ergebnisse der Musiktherapie sind festzuhalten. Berichten Sie dem Direktor auch, auf welchen Mondklänge sie anspricht und wie die Symptome vorschreiten. Zimmer 309, Erntemond. Magaki Yuko. Anmerkung, ein großzügiger Spender, er ist leicht reizbar. Bitte betreten Sie nie sein Zimmer, während er malt, und berühren Sie niemals seine Bilder. Das könnte lustig werden. Zimmer 310, abnehmender Mond. Misaki Aso. Oh, das ist Misakis Zimmer. Anmerkung, wurde uns von der Familie Aso anvertraut. Sie erhält eine Spezialbehandlung durch Direktor Haibara. Wegen ihrer schwachen Konstitution ist ein Kontakt mit der Patientin aus dem vierten Stock zu vermeiden. Zimmer 311, zunehmender Mond. Sendo Kageri. Anmerkung, ein Mitglied der Familie Sendo wird parallel von ihrem Hausarzt und Direktor Haibara behandelt. Bitte betreten Sie Ihr Krankenzimmer nur in euren besonderen Fernfällen. Da steht zu auf, es muss ein Kombinationsschloss sein. Ein Mechanismus wurde in Gang gesetzt und die Tür hat sich geöffnet. Danke, dass du dich wenigstens immer umdrehst. Uka. Warte mal, hat er nicht unseren Namen gerade gesagt? Oh, ist vielleicht eins der Zimmer von uns gewesen? Ja, Ruka Jomotski. Müssen wir in unseren Zimmer? Da hat jemand seinen Rollstuhl geparkt. Ein roter Rollstuhl blockiert den Weg. Also ganz ehrlich, ich würde den einfach wegschieben. Selbst Gerümpel würde einen eigentlich nicht aufhalten, wenn man irgendwo hin will. Also hier hätte man schon längst hochgekonnt.
Na gut, es wäre vielleicht gefährlich gewesen, auf Gerümpel, das auf der Treppe ist, hochzuklettern. この感覚、曲とともに訪れる深い記憶のかけら、体のどこかが覚えている。懐かしい匂いにも似た。Kapitel Ende.